war denn Ihr schönstes und was war Ihr schlimmstes Weihnachtsgeschenk, das Sie jemals bekommen haben? Fangen wir mit dem Schönsten an. Oh. Schönstes, das kann ich gar nicht sagen, weil wir so viele schöne Weihnachtsgeschenke bekommen, eigentlich jedes Jahr. Wenn man was geschenkt bekommt, ist das aber so schön. Schönstes Weihnachtsgeschenk sind eigentlich die Sachen, die mir die Kinder geschenkt haben. Gemälde von den Kindern, fast jeden Jahr. Das war das schönste Geschenk. Und vor allen Dingen wunderbare Briefe dazu geschrieben. Ich habe die gerade beim Aufräumen aus den Jahren 2007, 2008, 2009 gefunden. Also das, da geht mir immer ein Stück das Herz auf, wenn ich das im Nachhinein auch lese. Heute ist es für mich das Schönste, wenn die Familie zusammenkommt, wenn alle beieinander sind. Ich lege jetzt nicht so großartig Wert auf irgendwelche materiellen Dinge. Habe ich nie gekriegt. Ich kann mich erinnern, dass ich als kleiner Bub mit meiner Mutter hier in München die Schaufenster entlang gelaufen bin und habe ein kleines rot lackiertes Klavier damals gesehen. Und das habe ich mir so sehnlichst gewünscht und habe es dann schlussendlich auch über Umwege bekommen zu Weihnachten. Und eigentlich ist es immer noch ein Geschenk, an das ich mich so wahnsinnig gut dran erinnern kann, ja? Und das ich heute noch habe auch. Mein schlimmstes Weihnachtsgeschenk? Socken, Bügeleisen, Küchenmaschine. Ja, oder noch schlimmer sind ja dann die Krawatten, ne? Also Schneemännern drauf. Auch das gab's bei mir alles, also da könnte man schon, in der Kiste könnte man kramen, dass das vielleicht irgendwie schon absolut die schlimmsten Sachen waren, die man bekommen hat. Wir haben bestimmt irgendwelche Socken vom Patienten gewesen. Der Klassiker. Ja, selbstgestrickte, ja, irgendwie sowas. Habe ich nie gekriegt. Habe ich Socken nie gekriegt. Ich habe eigentlich keine schlimmen Weihnachtsgeschenke gehabt. Also das war immer mit sehr viel Herz zu Hause oder auch von meiner Frau. So, also bei mir ist Weihnachten immer mit viel, viel Freude und viel Liebe verbunden. Ich kann mich erinnern an ein Weihnachtsfest zu Hause. Da wurde als neueste Erfindung so ein Servierwagen geschenkt. Ein Dinette ist das Ding, glaube ich. Gibt's nicht. Und das kam dann zum Einsatz. Und bei der Abbiegung ins Esszimmer ist dieser Servierwagen samt Soßen, Kartoffeln, Erbsen und Möhren auf den Teppich geflogen. Das war eine wunderbare Geschichte. Showende, aber nur für heute. Das GOP-Varieté-Theater mit der Show Rockabilly präsentierte die Szene München.